Zuckerwecken, das erfunden. Vielen Dank für die schönen Stunden. Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt. Wir sind bescheiden, wir haben Geld. Die allerbesten in jedem Sport. Die Steuern hier sind Weltrekord. Bereisen Sie Deutschland und bleiben Sie hier. Auf diese Art von Besuchern warten wir. Es kann jeder hier wohnen, dem es gefällt. Wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt. Eine Kleinigkeit ist hier verkehrt, und zwar, dass Schumacher keinen Mercedes fährt. Mercedes fährt. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben. Auf Deutschland ein und mancher findet es geil, ein Arschloch zu sein. Es gibt manchen, der sich gern über Kanacken beschwert und zum Ficken jedes Jahr bei Tagart fährt. Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen, denn deutschen Autos können wir vertrauen. Gott hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist. Wir sind überall die Besten, natürlich auch im Bett, und zu Hunden und Katzen besonders nett. Das alles ist Deutschland. Das alles sind wir. Wir leben und wir sterben hier. Und damit recht herzlich willkommen zu einer bescheuerten Einleitung zu einer weiteren Folge Let's Play Blade and Soul. Heute in der Ultra Night Ausgabe, wie ihr sehen könnt. Da oben. Denkt daran bitte, das ist British Summertime, was ihr oben rechts seht. Also, wir haben es 2.51 Uhr. Am Morgen. Jo, sehr cool eigentlich. Aber ist nicht so schlimm. Und Freunde, wisst ihr, wie lange mich jetzt diese 2 Wochen ankotzen? 2 Wochen. Zu wissen, dass man in 2 Wochen so geiles Internet hat, so geil streamen kann, so geil eine Penthouse-Wohnung. Also, wie nennt man so? Terra-Wohnung, whatever. In einem Luxushochhaus. Das ist schon cool. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig cool. Oh shit. Putz. Auch noch ein paar, ne? Putz. Putz. Ja. Ah, ich liebe ja so stressige Missionen. Ne? Musik und so vom Spiel gibt's auch nicht mehr. Wird überwertet. Komplett sinnlos. Braucht kein Mensch mehr. Oh, das war voll gut, Alter. Die Kombinationsgeschwindigkeit von mir in dem Block und dann mit der Cat auf ihn drauf war mega gut. Reaktionszeit, meine ich halt. War schon a little bit insane. Insane. Ich glaube, das ist aber auch so ein wichtiger Punkt beim... Wenn du hier Reaktionszeit hast, bist du Gott. Wenn du hier keine hast, dann bist du halt im Arsch. Ich hab mich jetzt gerade hier voll hochgecheatet. Das war jetzt richtig assi. Oh, ich dachte, die Löwen zählen auch dazu. Böser Löwe. Ich hab
dir nichts getan. Musik? Ess sie an, Alter. Ja. Keine Ahnung, vielleicht gibt es gerade keine Stelle, wo sich das Spiel denkt, wo ist Musik? Finde ich ein bisschen langweilig, aber gut. Ist eine andere Sache. Bum, 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 bum. Fertig? Wunderbar. Wir müssen immer noch die Sandskorpione machen, ne? Die immer noch nicht fertig gemacht. Oh, ihr Damage einfach insane, ne? So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, ganz viele. Den Bro wirf ich erstmal mit einer Bombe ab. Ach, beschwört er nicht jetzt hier irgendwas? Ja, ja, klar. Ah, jetzt beschwört er hier so ein oder nicht? Ich könnte schwören, der hat hier was beschworen, normalerweise. Echt, vertue ich mich so hart? Tatsache, ey. Krasser Shit, ey. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. War ich jetzt nicht so, war ich anders von überzeugt. Ohne Witz, wenn ihr Englisch könnt, schaut euch den YouTuber Boneclicks an. Der ist so gut. Der ist einfach wirklich einfach nur gut. Der Typ ist richtig gut. Eine Umfrage ist eingetroffen. Es macht so viel Spaß, seine Videos zu gucken. Das ist unglaublich insane. Das macht echt wahnsinnig Spaß. Ich muss mal eben kurz die letzte Mission da machen, weil sonst habe ich dann noch eine zweite Nebenmission. Aber jetzt hier habe ich noch eine. So, die mache ich gleich. Okay. Ich hab schon wieder gecheatet und bin schon wieder andersrum gelaufen. Bin die ganze Zeit am Schummeln, ey, was das angeht. Momentan nicht möglich. Oh, mach ich jetzt noch eben die Treppe hier auf. Momentan nicht möglich. So, dann war es das auch schon da. So, moralischer Fehler ist hier auch noch irgendwas. Weil der müsste irgendwo. Als ob. Als ob ich das kombinieren kann mittlerweile. Na gut, aber mein ist ja scheißegal.
Windwandeln ist derzeit nicht verfügbar. Psst, Ruhe, hat keiner gesehen. Sieg jetzt erstmal diese drei Skorpione. Warum ist mein Hemd eigentlich so weit offen? Ich mir besser in der Brust kratzen kann. So. Ach, Gamescom-Vlog, ja, was ist damit? Gute Frage. Ist auf dem PC mittlerweile, keine Angst. Ist halt wirklich auf dem PC. Screenshot euch das. Und zeig's euch in der nächsten Folge. So. Eigentlich nämlich erstmal Folgendes. Die brechen wir ab. Die brechen wir ebenfalls ab. Fettet der Bastard hier gerade alle? Ah, tut er. Das ist eine Sammelquest, ich kotze. So, 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 wunderbar. So liebe ich Sammelquests. Ihr habt einen neuen Quest-Gegenstand erhalten. What? Putz, putz. Na, jetzt versuche ich mal ein paar zu sammeln. Putz. Putz, putz. Putz, putz. 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 Sterbt einfach! Putz. Klappt nicht. Schade. Die fünf einzelnen töten. Na gut. Los, Angriff. Kann man das nicht bis zu dreimal kumulieren? War da nicht irgendwas? Und kabum, tot. Bam. So. Kann ich da nicht hin eigentlich fliegen, ey? Klar kann ich da hinfliegen. Und tue ich das nicht. Dum, 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 dum. Ich habe gerade richtig Bock auf Musik, weil hier nicht viel Musik gerade vorhanden ist, ne? Hier kann ich ein bisschen was einblenden von. Ich glaube. Ja. 30 Sekunden.
Theoretisch. Laut. Regelung. So. So, zack. Ah, guck mal hier. Perfekt. Pass mal auf, Alter. Worüber ich jetzt reden will, das tut mit Sicherheit weh. Drum schaltet ab, wenn ihr ohne dieses Wissen gut lebt. Ich weiß, die Hälfte von euch wird mich wohl nach diesen Zeilen hassen. Doch sie sind die Wahrheit, ich kann nicht schweigen, was soll ich machen? Drum legt sie ab! Falsche Moral und soziale Konvention. Legt sie ab! Macht jetzt Platz für... Na gut, so. Das ist übrigens... Schaut auf jeden Fall vorbei, Headshot, Pro und Konter. Wahnsinnig cooler Sänger. Finde ich echt sehr sympathisch. Hat, ist bekannt, also ich glaube, er so richtig in Erscheinung ist er wirklich nach dem Auftritt mit Nino Kerl, also Nino Taco TV, erst gekommen, nach dem zusammen Cover-Song von Digimon. Und ja, sehr, sehr cooler Kerl, auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Muss mir, glaube ich, mal so einen Notizzettel machen mit, Ja, der lenkt mich am Arsch. Mit YouTube-Kanälen, die ich da meine Videos packen sollte. Lala, was geht denn hier ab, Alter? Oh, weg. Bumm. Keiner hat was gesehen. Alles gut, Bruder. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wird dazu angestiftet. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Erst 17 Minuten? What the fuck? Wir kommen so schnell mittlerweile voran, die Zeit geht gar nicht mehr rum. Das ging aber jetzt echt schnell. Hab noch hier Haras Trugbild, Alter. Oh, dann können wir direkt die Skorpione platt machen. So ein perfektes Timing, dass wir nachher Haras Trugbild müssen. Das war super. Größte Angst eines jeden Spielers. Der PUBG-Fluch. Was? Der PUBG-Flucht? Ach, Fluch. Das ist ein Ausrufezeichen dahinter. War zu klein. Geil. Moondice 7 hat ein neues PUBG-Video raus. Ich müsste eigentlich auch mal wieder PUBG bringen. Wie findet ihr eigentlich PUBG bei mir? Das ist ein bisschen unspektakulär, ne? Also, wobei, waren jetzt auch schon ein paar coole Runden bei, ne? Sehr. Ich bin halt nicht so, der auf Kills geht. Ich bin halt wirklich, ja, muss ich ehrlich sagen, ich bin Metaspieler. Aber Metaspieler außerhalb eines Hauses. Okay. Gibt's immer Häuser, Runden, aber... Ihr wisst, wie ich meine. Wie ich es meine. Hat er immer noch seinen Lappenclan? Oh mein Gott, Alter, ist der schlecht. Der hat mittlerweile... Ich glaube, er hat Gier, ne? Also, ich kann den Typen zum Teufel nicht aus. So. Wir gleich mal die Wüstenskorpione besuchen. Also, den einen Wüstenskorpion. Ich glaube, das war auch ein Spielfehler, ja, ohne Scheiß. Komm her. Oh, leck. Was war das denn? Oh. Ich glaube, 15, der kommt jetzt. Alles täuscht.
Warum tötet Jin-Soo-Yun euch eigentlich nicht? Grüßt den Meister von mir, wenn ihr ihn seht. Was? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Keine Raufereien in meinem Gasthaus! Nein. Mushins Kompass. Seid ihr verletzt? Nur ein Kratzer. Kein Grund zur Sorge. Oh, gut. Aber wenn ihr hier noch einmal Ärger macht, fliegt ihr raus. Ah, natürlich. Oh, ach ja. Mushins Kompass zeigt auf Mushins Blutlinie. Heißt das etwa... Lass mich sehen. Nichts gebrochen, oder? Oh, das kam so überraschend. Meine Hände zittern noch immer. Ja, mein Pimmel zittert auch jedes Mal, wenn da Blut reinkommt. So! Seele auf euch, Glücksbringer. Seht ihr das? Tschüss, Monitorisierung. Und wieder keine Google-Werbung. Nice. Ich kann mich halt da wirklich drüber lustig machen, weil ich bin noch einer der wenigen YouTuber, die das Privileg haben, mit den paar Klicks, die ich habe, meine Videos monetarisieren lassen zu können. Das können die neuen Kanäle, die ja jetzt zur aktuellen Zeit erstellt werden und gestaltet werden, können das ja gar nicht mehr. Ist ja das Schöne. Achso, ich muss mit der Tussi reden. Egal, ich mache jetzt erstmal Skorpione. Alles klar. Ja. Alles klar. Läuft bei euch. Und wir machen einen Dame-Song für euch an. Haha, volle Rechte. Aber... Macht das über Amazon? Ja, ich bin alle Dame-Songs. Alle. Ich habe sogar jetzt die Dame-Box mir vorbestellt. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Muss mal gucken. Jetzt hier. Meteor. Alle warten auf die finale Diagnose. In fast allen Ländern herrschen Flug- und Landeverbote. In den TV-Kanälen heißt es, jener Stadt nice. Oder Zone. So dieser Last wagen große Gesteinsbrocken für zahlreiche Tote. Experten sprechen jetzt schon von einer globalen Katastrophe. Und noch immer sucht man nach einer Methode, mich zu stoppen. Das Problem nimmt ungeahnte Dimensionen an. Und keiner weiß, woher diese Bedrohung kam. Sie verfolgen meine ganze Generation. Und dann reise ich diesen Planet wie ein gefräßiger Vogel zwischen dem Vogel und Sterne. So, perfekt. Ist ein Meteor. Meteor,
einer Explosion erstreckt sich laut Berechnung der NASA. Nach der Kollision ein endloser Krater, ein Lol, was war das denn jetzt? Ich hab den gar nicht gesehen. Alles an. Das ist ja voll traurig. Warum haben die denn keine Animation? Das ist ein Bug. Jetzt, den habe ich gesehen, ja. Die anderen waren jetzt nicht sichtbar. Na gut. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, das waren. Guck mal hier. Zack. Hallo? Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Das ist ein Doppelsprung, ne? Ich geh mal gucken, was das ist. Wo ist denn mein E? E? F? Bis Wachdienst? Ah, da E. Da war ja jetzt ein zweites Mal E. Ich könnte ja nochmal E triggern. Keine Ahnung. Wow. Lol. Musik. Please. Nehmt Musik. Letzten zwei Skorpione. Da haben wir die letzten beiden Skorpione. Wir haben endlich diese Skorpion-Mission geschafft. Yay. Schreibt mal Hashtag Skorpion in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Skorpion in die Kommentare. Oh, noch ein Skorpion. Jetzt, das war mir jetzt eine ganz schön skorpionhafte Angelegenheit. Wie, ich kriege jetzt hier eine Mission. Jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Feierabend. Aus, Schluss, aus, Maus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, lasst dem Video bitte ein Däumchen nach oben da, hilft mir wahnsinnig. Und ich würde sagen, ich bin damit raus, bedanke mich fürs Zusehen, sehen uns morgen hoffentlich passend um 3. Der war schlecht dabei, ich weiß. Hau rein, ciao.